clients sont les bienvenus. Pissed yourself under. Meinst du, warum es so heiß ist? Durch die Entlüftung der Katakomben. Brauchen Sie das? Einen Schritt weiter. Das ist schlecht. Komm her, ich zerquetsche dich, wie es in deine Bade gehört. Ist ja gut. Nicht jeder von uns hat bei den Montgolfiers studiert, bevor der Alkohol uns ruiniert hat. Einmal. Ich habe das nur einmal gesagt. Wie ihr meint, Herr Professor. Halten, Männer! Das war zumindest informativ. Wir werden das Feuer eröffnen! Wenn ich uns entgegenstelle! Das war's für dich! Scheiße! Frei. So, durchbohrt ihn von hinten.
crois que je serai utile ailleurs. Warum so eilig? Ich würde dir gern die Scheiße aus dem Leib prügeln. Mach Platz! Das sollte sie ausräuchern. Stellung halten, Männer! Wir sind der Baum der Freiheit und du bist nur Schüler. Diese elenden Bastarde werden sie in Stücke reißen. Mein Freund, der gut. Damit müsste es gehen. Das gehört mir. Kommt. Das ist gut. Das zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht. Ich erwisch dich schon, du Rechter. Anhalten! Oh mein Gott! Schlag dich durch! Verdammt, Hanar! Du kannst hier nicht einfach tun, wie es dir beliebt! Wo denn hin? Es ist Messe. Vergiss dein Seelenheil. Niemand kommt ohne Erlaubnis seiner Hoheit rein. Aber... Geh mir aus den Augen, du Hund! Stell dich auf den Rücken wie eine Schildkröte! Ach,
faire? Je préfère ne pas le savoir. Ich schlag dich in Stücke! Du die Fliege? Warum? Ich will dir nur das Hirn eindrücken. Was ist passiert? Sie wüten durch den ganzen Bezirk. Ihr Männer, zu mir!
Mein Herr! Mein Herr! Mein Herr! Ich hörte aus zuverlässiger Quelle, dass ein Assassin in der Nähe ist und dass ihr sein Ziel seid. Dem Wurm ist ein Rückgrat gewachsen. Jetzt ist er eine Schlange. Verdammt! Es war nur eine Frage der Zeit, das war mir klar. Aber das ging zu schnell. Oui, mein Herr. Die Assassinen sind gut organisiert. Aber nun sind wir im Vorteil, oder nicht? Sammelt die Wachen und macht Jagd auf diesen Assassinen. Bringt mir seinen Kopf. Aber mein Herr, die Hälfte unserer Männer kümmert sich um die Aufstände der Bänder. Findet den Assassinen! Komm raus, Feigling! Er ist hier drinnen! Wie jämmerlich! Oh.
Position, Männer! Assassine. Äußerst trickreich, Assassine. Trophäen nehme ich von dir. Herrgott! Konzentration! Konzentration! Meine Anhänger haben ihre Augen überall, mein Herr. Ich biete euch ihr Wissen zum Wohle des Ordens. Welches Wissen könnte uns der Fürst der Gosse bieten? Die Intrigen von Ram? Ihr dürft gehen. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich ihn nur töten könnte. Mein Meister würde das gerne arrangieren. Bruder. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Gewehr und weg da! Es ist getan. De la Serre ist tot. Großmeister. Gut. Die Fackeln!
könnten finden in dem Rauch. Ah, ihr kommt gerade recht zu Beginn meiner Regentschaft. Regentschaft? Solange es einen Cours de Miracle gibt, gibt es auch einen Roi de Thune. Und da die Stelle unbesetzt war, sprang ich ein. Und bemerkenswert schnell, die Leiche ist noch nicht mal kalt. Ich mag die Dinge etwas zu rasch in Gang gesetzt haben. Sagt, als ihr im Cours de Miracle eingetroffen seid. Habt ihr mich benutzt? Euer Ziel ist tot. Wir nutzen uns gegenseitig. Ein hübsches Reich habt ihr da geerbt. Allerdings, nicht wahr? Nun, ist alles im Lot? Sind die Toten gerecht? Die Seele besänftigt, etc.? Nun, wohl noch nicht ganz. Jedes Mal, wenn ich denke, der Wahrheit näher zu kommen, scheine ich nur eine neue Schicht Schmutz aufzuwirbeln. Intrige! Eine sich schnell verdichtende Handlung. Fügt etwas Gewalt und lüsterne Priester hinzu und ihr habt den Anfang eines wunderbaren Romans. Eine handfeste Spur würde reichen. So jung. Und doch schon so ernst. Nun, ich wünsche euch viel Glück. Das habt ihr euch doch bestimmt angesehen. Wo habt ihr das her? Einer meiner neuen Untertanen brachte es mir als ein Zeichen des Respekts, nehme ich an. Ein seltsames Stück. Ich kenne nur einen Silberschmied, der Metall so bearbeitet. Genau so eine Klinge tötete Monsieur de la Serre. Ich kann nur vermuten, dass euch das bekannt ist. Warum habt ihr nichts gesagt? Wo stünde der Mensch, wenn er nie Fragen stellen müsste? Wenn ihm alles, was er jemals wissen wollte, einfach gereicht werden würde. Er würde nicht mehr nachdenken und Fragen stellen. Oder er hätte vielleicht schon viel mehr erreicht, ohne die Bürde der Ignoranz. Vielleicht. Der Name des Schmieds ist François Thomas Germain. Ihr findet die Werkstatt nahe Les Arts. Habt Dank. Bonne chance.